Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin wieder unterwegs auf Reportereinsatz für Sie. Und wo ich bin, das erfahren Sie nach dem Intro. Das Wichtigste zuerst, es wurde niemand verletzt. Am Freitagabend, den 26. Juni 2020, kam es zu einem Brand in einer Klinik in Todtmoos. Der Nachrichtenbeitrag folgt. Todtmoos. Am Freitagabend, den 26. Juni 2020, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in eine psychosomatische Klinik in der Hauptstraße nach Vordertodtmoos alarmiert. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Benjamin Ernst, Einsatzleiter und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Todtmoos, berichtet. Also es wurde gemeldet, dass wir Rauchentwicklung in der Tiefgarage habe, aber soweit keine Ursache erkennbar. Daraufhin wurde aufgrund des Gebäudes, da das ja eine Klinik ist, wurde Brand 3 ausgelöst, also der komplette Vollalarm für die Feuerwehr Todtmoos plus das HLF und der KDOW aus Heeresried, inklusive der DRK-Bereitschaft aus Görwil und der RTW. Und dann sind wir mit 2 Trupps unter PA ins Gebäude vor, die Ursache feststellen und suchen. Das hat relativ lange gedauert. Wir hatten auch Wärmebildkameras und so weiter im Einsatz. Und schlussendlich konnte ein Defekt an der Kühlungsanlage in einem anliegenden Technikraum festgestellt werden. Glück im Unglück hatten die Patienten, Mitarbeiter und Einsatzkräfte. Es wurde kein Patient der Klinik verletzt, es wurde kein Feuerwehrmann verletzt und das Feuer hielt sich auch in Grenze. Also es blieb eigentlich bei der Verrauchung des Gebäudes. Für Patienten mit psychischen Erkrankungen ist ein solches Ereignis, bei dem man fluchtartig seine geschützte Umgebung verlassen muss, immer sehr aufregend. Pater Roman, einer der 3 Patres des Wallfahrtsortes Todtmoos, der als Seelsorger gerufen wurde, hat sich um die Patienten gekümmert. Also ich bin der Pater Roman hier von Todtmoos, einer von den 3 Patres, die Seelsorge hier für Seelsorgeeinheit Todtmoos-Bernau, wir zuständig sind. Und da wurden wir heute gerade angerufen, um Hilfe den Menschen zu leisten, die jetzt in der Klinik hier sind. Und ja, als Seelsorger bin ich sofort gekommen und unser Fahrzentrum haben wir den kranken Menschen zur Verfügung gestellt, weil wir nicht wussten, ob das was Ernstes ist mit dem Brand in der Klinik. Und es war wichtig, dass die Menschen ihre Geborgenheit finden und Zuversicht finden. Und die waren total unsicher. Und es war wichtig, dass man den Menschen die Zuversicht schenkt und dass sie gespürt haben, wir sind hier gut aufgehoben. Ja? Und dass sie ja die Sicherheit haben, es sind Menschen hier im Ort, Seelsorge, dann Feuerwehr, Polizei, Rotes Kreuz, alle zusammen miteinander. Auch die seelische Betreuung und dann die von den Ärzten die körperliche Betreuung. Gott sei Dank ist alles jetzt gut gelaufen. Und wir konnten da in unseren Räumen sie in der schwierigen Zeit Hilfe leisten und auch denen Zuversicht schenken. Wissen Sie, wie viele Patienten hier in der Klinik waren? So wie ich es da von dem Chefarzt erfahren habe, da waren so um die 30 Personen, 30 Patienten. Und die haben sowieso ihre Krankheiten, ihre seelischen Probleme und psychische Probleme. Und das war ganz wichtig, dass sie jetzt gespürt haben, sind alle für uns da. Können uns dann geborgen fühlen in unseren Räumen. Und die Ruhe haben sie alle bewahrt und auch ein bisschen mit Zuversicht. Das war ganz wichtig. Und jetzt haben wir die begleitet alle miteinander. Und dass sie jetzt wieder in ihre Zimmer zurückkommen dürfen. Gegen 21.45 Uhr rückten die letzten Einsatzkräfte von der Einsatzstelle ab. Wenn Ihnen mein Nachrichtenvideo gefallen hat, ich freue mich auf ein Däumchen nach oben.
Sie haben übrigens die Möglichkeit, den Kanal Schwarzwald-TV kostenfrei zu abonnieren. Dazu einfach rechts unten aufs Logo klicken und die Glocke aktivieren nicht vergessen. Bei Schwarzwald-TV erfahren Sie regionale Nachrichten aus den Landkreisen Waldshut, Lörrach, Freiburg, Breisgau-Hochschwarzwald und Emding, aus der naheliegenden Schweiz, bei Großlagen aus dem Elsass und aus der Umgebung um Tuttlingen. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Beitrag und tschüss. Danke fürs Dabeisein und weg bin ich.